das Leben in den Städten, das Alltagsleben, das verbringt man natürlich am Arbeitsplatz, das heißt der ganze Tag außer Haus. Zurück nach Hause kommt man in der Regel eher spät am Abend. Was heißt das? Der Außerhauskonsum in allen Bereichen steigt weiter. Und was bedeutet das in Zukunft für das Urlaubsangebot, für die Kulinarik? Es gibt einen irrsinnig starken Trend nach genannt Mindstyle, die Optimierung des eigenen Ichs. Viele Leute suchen Orientierung, haben hohen Arbeitsdruck und die Verlässlichkeit sinkt. Das heißt, die Suche, wie kann ich mein eigenes Ich optimieren? Das Wichtigste dabei ist, Zugehörigkeit zu finden zu einer Gruppe. Warum ist das so wichtig? Warum hängt das mit der Urbanisierung so stark zusammen? Weil in der Masse der Bevölkerung in den Städten möchte man schon noch selbst herausstechen. Was heißt das jetzt wiederum für Ihre Branche, für Kooperation, Tourismus und Landwirtschaft, Kulinarik? Man möchte nicht in der Masse sein, jeder möchte sein individuelles Produkt haben. So individuell wie möglich. Wenn man bei einem Hotel beispielsweise eincheckt, möchte man nicht als Gruppe angesprochen werden, sondern als Person. Es geht darum, die Produkte individuell machen zu können. Bestehende Statussymbole verlieren deutlich an Wertigkeit. Goldene Feuerzeuge, Uhren, Sportwagen und so weiter. Neue Statussymbole sind ganz wichtig, Pause zu machen, wer sich's leisten kann, nimmt eine Auszeit, macht eine Weiterbildung, eine Reise, sagt einmal, ich klinke mich aus der Arbeit. Zweites großes Thema, Schlafen. Wer sich leisten kann, schlaft gut. Schlafworkshops werden angeboten in Hotels, 5 Tage Schlafworkshop mit einem Schlaftherapeuten, 4.300 Euro. Was ich damit sagen möchte, Schlafen ist ein wichtiges Thema, es ist ein Luxusprodukt geworden, das ist der wahre Luxus, Schlafen. Drittes Thema, Heimeligkeit kommt sehr stark aus Skandinavien. Vierter wichtiger Aspekt, nicht neu, schon zu Zeiten der Römer und Griechen, wir haben heute schon von den Griechen einiges gehört, Kultur. Aber nicht Kultur besichtigen, sondern möglichst einen kulturellen Austausch. Am Wochenende geht es um Ausruhurlaub, idealerweise in einem Garten, den man selbst nie hatte, aber der eine Zeitreise ermöglicht, Garten mit Duft- und Geschmacksrichtungen von früher. Der Städter sucht einen Fluchtort fürs Wochenende, um aufzuladen. Zweites großes Thema, Kochen, Kulinarik. Kulinarik in den Städten schaut etwas anders aus mittlerweile als am Land. In meiner Wahrnehmung, Kulinarik in den Städten ist irrsinnig vielfältig. Das Gasthaus überhaupt ist ein sogenannter dritter Ort. Es gibt 2 Orte, wo Austausch möglich sind. Arbeit. Man tauscht sich mit Kollegen aus. Der 2. Austausch ist zu Hause, mit der Familie, mit Freunden. Und der 3. Ort, wo man sich austauschen kann und das Schöne ist, einmal austauschen kann mit anderen Personen, ist das Gasthaus. Das Gasthaus ermöglicht einmal einen Austausch mit anderen Personen. Und das Schönste ist, je digitaler die Welt wird, umso wichtiger wird so ein analoger Rückzugsort wie Gasthaus, wie regionale Kulinarik. Auch vielfältige Kulinarik. Das heißt, die Geschmacksrichtungen werden vielfältiger. Bringt aber dazu, dass viele Leute in dem vielfältigen Angebot auch Orientierung brauchen. Der wichtigste Ratgeber, das wichtigste Marketinginstrument ist eigentlich der Gast, der das schon einmal konsumiert hat. Es gibt kein besseres Marketinginstrument als jemand, der ihn das empfiehlt. Er muss nur vertrauenswürdig sein für mich in meiner Welt. Das heißt, die Frage war ja, was Landwirtschaft, Tourismus und Werbung an mich. Beste Werbung ist der Gast, der schon einmal da war. Beste Werbung ist ein Gast, der das Produkt schon einmal konsumiert hat. Der macht für Sie kostenfrei, leidenschaftlich Werbung für Ihre Produkte. Zusammenfassend, es wird alles individueller, neuer Luxus. Lebensstil, Essen wird zum Lebensstil. Menschen in den Mittelpunkt. Das Echte ist wichtig. Und eine Orientierung zu geben. Was heißt das für Landwirtschaft, Tourismus? Die Chancen stehen ausgezeichnet für eine neue Form, vor allem des Sommertourismus. Es braucht aber ein paar Dinge. Landwirtschaft und Menschen sind das wichtigste Kapital. Wir haben viel von Landwirtschaft gehört, aber auch die Menschen dahinter. Da ist eine Riesensehnsucht, die Menschen kennenzulernen, das wichtigste Kapital für den Tourismus. Und in der Werbung geht es darum, Träume zu vermitteln. Nicht rauszuschreien und zu sagen, wie gut bin ich, sondern einfach zu sagen, schau, das könntest du bei mir machen. Abschließende Botschaft von meiner Seite, es braucht zuerst Angebote
und dann die Werbung. Bitte nie umgekehrt machen. Und das Angebot soll auch so sein, es muss sich an den Einheimischen richten, dann ist es gut für den Gast und sollte sich nicht an den Gast in erster Linie richten. Es sollte auch für den Einheimischen attraktiv sein, dann ist es für den Gast. Der Gast möchte kein Retortenprodukt, das nur für ihn irgendwie konfiguriert werde. Es war ein kurzer Ausblick oder Einblick in die Perspektive des Tourismus. Danke an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Richard Bauer. Sehr, sehr spannend, wie die Zukunft ausschaut unserer Gäste. Ans Publikum gibt es eine Frage an Richard Bauer. Ich glaube, wir haben uns jetzt alle ein Bild gezeichnet vom zukünftigen Touristen. Für mich bleibt vielleicht noch die Frage offen, wie passt der österreichische Tourismusmarkt jetzt zum Gast der Zukunft eigentlich? Also was haben wir konkret zu tun in Österreich, um uns da anzupassen? Nein, ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Es ist viel vorhanden. Viele Produkte sind vorhanden, es ist das Netzwerk gefallen und so weiter. Ich glaube, das Entscheidende ist, deswegen ist diese Orientierung, denken Sie mir, die Leute suchen Orientierung, sich zu konzentrieren auf eine Sache, auf ein Leitprodukt. Das ist nicht wie im Wintertourismus, wo es das Skifahren, das ist überall gleich möglich gewesen. In dieser neuen Dimension, und das ist eine neue Dimension des Tourismus, die Kombination Kulinarik, Landwirtschaft, Gast, braucht es für jeden Ort, für jede Region, ich weiß nicht, ob Region noch das Richtige ist, aber es braucht für jeden ein eigenes Produkt, kein Produkt, das es überall gibt. Und das Produkt kann nur von innen kommen und mit den Menschen gestaltet sein. Das heißt, eigentlich zum Angreifen. Und vor Ort wirklich vom Ort, es muss spürbar sein für den Gast, dass das von dort kommt. Das heißt, wenn ich jetzt, ich halte das schon den ganzen Vormittag in der Hand, das Zeitmagazin vom 19. April, ganz klar, Sie schreiben Tomaten vom Hof und dann geht es schon weiter auf den Tisch. Wie funktioniert das? Und dieses Produkt vom Hof, das muss halt aus der Region wirklich urtümlich kommen. Du hast sehr schön gesagt schon, was ist vorhanden? Sind es jetzt Rinder, was auch immer? Aber es muss von dort kommen und muss dazu passen. Und die Menschen müssen dahinter stehen. Ich glaube, da ist noch eine Frage aufgetaucht. Ja, die Märkte, wir sind gerade dabei oder wir versuchen sozusagen im Dorf einen Marktplatz wieder zu integrieren. Eine Idee dazu, wie es nicht nur in der großen Stadt funktioniert, sondern auch am Land. Also wir strudeln uns ein bisschen ab, sagen wir mal so. Es ist noch nicht der Funke übergesprungen an ländliche Bevölkerung, dass es wirklich Sinn macht, sozusagen eben ihr Kernöl zu kaufen und die Paradeiser, die wir direkt da haben, sondern marschieren immer noch zu Hofer und Co., weil es einfach einfacher ist. Wir haben uns auch gedacht, wir bieten da rundherum Führung und Kommunikation an und das brauchen sie, aber scheinbar, da tun wir uns ein bisschen schwer damit. Irgendeine Idee zum Thema? Durchhalten ist das Wichtigste. Es wird deswegen so wichtig sein, wenn man sich die super, das Interessante ist, das ist eine Kernkompetenz, glaube ich, die sie hätten, die sie sowieso hätten, das Produkt direkt zu kommunizieren. Und wenn ich mir anschaue, wie sich die Supermärkte jetzt umgestalten, der Merkur versucht einen Marktplatz, der versucht einen Markt nachzubauen, das wird nie gelingen. Das heißt, machen sie es einfach so, wie sie es können. Weil wir uns gedacht haben, es liegt auch an der Kommunikation sozusagen, das ist, was die Leute auch brauchen. Sie brauchen nicht nur sie ihr Tomaten, ihr Brot oder sonst was zu holen, sondern das Trotschen mit uns. Ja? Also genau. Das brauchen sie. Ja? Idealerweise gibt es auch, deswegen finde ich dieses neue Wiener Marktgesetz nicht uninteressant, es gibt auch Platz für Gastronomie am Markt. Das heißt, am Stand kann ich gleich verkosten und so weiter. Das ist ja das Schöne am Markt, kann ich einmal verkosten und dann kaufe ich es wahrscheinlich. Das heißt, diese Kommunikationsfunktion geht immer über Gastronomie.